Entschuldigen Sie, Herr Landwirt-NMV, aber was tun Sie denn da? Ich streichle ein bisschen meine Pflanzen. Das ist ganz interessant. Wir haben seit 2009 dieses kleine, nette Gerät. Und man kann damit im Prinzip die Stickstoffversorgung bei Getreide messen. Man muss so die letzt vollständig entwickelten Blätter messen und bekommt dann einen Empfehlungswert für die Stickstoffversorgung raus. Wie genau misst man das? Im Prinzip kann man bei Getreide, die Färbung der Blätter gibt einen Rückschluss auf die Stickstoffversorgung. Ein elementarer Bestandteil des Chlorophylls, also dieser Grünanteil in der Pflanze, ist Stickstoff. Und je mehr Chlorophyll halt die Pflanze enthält, desto dunkelgrüner ist sie. Aha. Jetzt gibt es dieses kleine Gerät. Da ist so ein kleines Auge drin. Warte. Da. Ne? Das leuchtet sozusagen da einmal durch und anhand der Reflexion kann man halt ermitteln, wie grün das Blatt ist. Das ergibt nachher am Ende einen Wert und dann gibt es für jede Sorte gibt's so einen kleinen Korrekturfaktor. Früher gab es so eine Kärtchen, da hat man sich das Ganze angeguckt. 510. Früher gab es so Kärtchen, da hat man sich das Ganze angeguckt. Und jetzt gibt es so was Ganzes in der App. Ich glaube, die neuesten Geräte zeigen das auch direkt schon an. Ich vermute, da kann man die Sorte eingeben. Wie gesagt, die ist aus 2009. Dieses kleine süße Gerät. So, da hat man dann die App. Ich war hier in den letzten Wochen drauf und habe immer wieder geguckt, wie ist die Versorgung. Ich hatte die ganze Zeit keinen Stickstoffbedarf. Also das war die letzte Messung hier. 0 Kilogramm auf dem Hektar. Da kann ich jetzt sagen, neue Messung eingeben. Wir haben jetzt BWC-Stadion 37, 39 müssen wir gleich haben. Gucken wir nochmal nach. Die Sorte gibt es mal ein, Ertragserwartung, bereits gedüngt. Und dann geben wir diesen Wert ein. So, jetzt sagt er hier 41 Kilogramm pro Hektar. Jetzt muss man das Ganze natürlich auch so ein bisschen auswerten als Landwirt. Inwieweit ist das realistisch? Ich war die ganzen letzten Wochen hier und hatte überhaupt keinen Bedarf, permanent keinen Bedarf. Die Werte waren viel höher. Jetzt ist das so, jetzt haben wir ja wieder seit Wochen keinen Regen, Trockenheit. Das heißt, wir werden Stickstoff im Boden haben, der wird sich nicht umsetzen, nicht ausreichend umsetzen. Und deswegen haben wir hier einen Bedarf. Ich als alter kleiner Fachmann würde hier sagen, wir machen hier keine Düngung mehr. Weil vom Bedarf her ist alles gedeckt, was die Pflanze braucht. Sicherlich zeigt sie jetzt einen Bedarf an. Aber es muss halt nur erst noch umgesetzt werden. Genau, aber es wäre da. Was halt auch interessant ist, du kannst halt mit diesem Gerät wirklich deinen Bestand anhand des Optimums langführen. Das heißt, du fährst eine Gabe, guckst, wird es aufgenommen, wie wird es aufgenommen, dann fährst du die nächste Gabe, verstehst du? Du kannst immer so ein bisschen den Bestand anhand der Stickstoffversorgung entlang führen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich ja alles im Vorfeld einmal hinwerfe und dann ist gut. Genau. Haben wir eigentlich schon gesagt, wo wir hier sind? Moin Leute und herzlich willkommen zu einer AKF hier in der Gerste. Einmal, wir machen das wieder kurz und knapp. Wir haben nämlich hier ein bisschen Zeitstress heute wieder. Wir sind noch nebenbei am Maisling. Ich habe letztens schon eine AKF für Weizen aufgenommen. Leider war die nur zur Hälfte mit Ton. Ziemlich mies eigentlich. Wir sind heute in der Gerste, hier Kläden gedrillt. Messen hiermit die Stickstoffversorgung, ganz interessant. Und gucken uns jetzt einfach mal die Pflanzen an. Gucken mal hier in den Bestand rein, wie es aussieht. Was wir jetzt so ein bisschen sehen. Gelbe Spitzen. Die Kollegen haben wohl ein bisschen, die Dame hat wohl ein bisschen Frost hier gekriegt. Wir haben nämlich, ich habe gerade schon gesagt, wir haben hier schon eine Fungizid- und eine Wachstumsreglerbehandlung gefahren. Man sieht aber auch, dieses Jahr ist ein sehr bescheidenes Wurzelwerk. Also da ist unten gar nicht so viel dran, muss man sagen. Auf die andere Seite, wegen dem Licht. Wegen dem Licht. Kannst du dich mal wieder umdrehen? Was wir natürlich haben, was man so sieht, das ist ein Saatkorn gewesen, Lisa. Eins. Krass, ne? Es kommt alles raus. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Haupttriebe. Der könnte noch durchkommen. Hier sind so die Nebentriebe. Das ist sehr wahrscheinlich, dass das reduziert wird.
Was wir hier noch haben, hier sieht man so ein bisschen Braunrost. So, da sieht man die braunen Punkte. Ich glaube, es genau. Ist immer ein bisschen schwierig mit der GoPro und dem Fokus. Aber und beim Braunrost war es auch so, dass da die Schadschwelle überschritten war, sodass wir ein Fungizid mitgenommen haben hier bei der Gerste, beim Wachstumsregler. So, was, kommen wir erstmal zum Wachstumsregler. Was macht der überhaupt? Im Prinzip gibt es bestimmte Phasen. Also wir sprechen ja immer wieder von diesem BBCH-Stadium. Was ist das eigentlich? Im Prinzip ist das so ein festgelegtes Schema, wo man die Pflanze anhand ihres Wachstums einstufen kann. Warum? Damit wir bestimmte Maßnahmen anhand bestimmter Phasen in der Pflanze planen können. Und wenn sich da Experten oder Kollegen untereinander austauschen, dann kann man sagen, ich habe das und das in dem und dem Wachstumsstadium gemacht. Und alle wissen Bescheid, in welchem Stadium das war. Hier bei Wachstumsregler ist es so, man kann einige Präparate ab 30 fahren, einige ab 31, einige ab 32. Und was macht er im Prinzip? Im Prinzip gibt es ja diese eine Phase. Wir haben ja hier diesen Knoten. Den ersten. Mal gucken, hier oben müsste der zweite sein. Und in dem Moment, wo die Pflanze in der 31 ist, im BBCH-Stadium 31, fängt sich an, dieser Teil zu strecken. Dieser untere Teil, hier ist der Knoten, dieser fängt sich an zu strecken. Und da können wir sozusagen Wachstumsregler fahren. Und der würde sozusagen verhindern, oder der verhindert, dass diese Phase sich streckt. Also im Prinzip hemmt man so ein bisschen das Längenwachstum der Pflanze. Damit sie nicht so instabil wird. Genau, dadurch wird sie stabiler, gleichzeitig wird der Halm hier dicker. Ne? Was ist das? Wir haben bei Wetterextremen, sag ich mal, wird die Pflanze standfester. Man verschiebt aber auch so ein bisschen die Stickstoffeffizienz. Wir bilden einfach weniger Biomasse, was am Ende nicht so ertragsrelevant ist. Man muss sich aber bewusst sein, das ist immer ein Eingriff in der Pflanze. Und man spritzt sich immer ein bisschen Ertrag mit weg. Immer. So, deswegen gibt es zum Beispiel so meine Region, oder ich zum Beispiel fahre ja Wachstumsregler teilflächenspezifisch, das heißt auf dem Sandberg weniger, weil die Pflanze da einfach nicht so doll wächst, nicht so üppig wachsen wird, wie zum Beispiel in der Hochertragszone, wo einfach das ganze Jahr Wasser steht. Und deswegen teilflächenspezifisch ähnlich auch wie die Düngung auch erfolgt, ne? Auch so ziemlich in demselben Applikationsraster. Genau, gucken wir mal rein, wie die Pflanze aussieht. Jetzt gibt es hier einige Punkte, einige sagen, ja pass auf, einige Landwirte versuchen das mit einer Walze zu machen, also die knicken im Prinzip jetzt hier einmal die Pflanze an und wollen damit, dass sich die Pflanze repariert und danach bildet sie sich sozusagen, bildet an diesem Punkt mehr Masse. Ja, man bildet aber auch gleichzeitig, also es erfolgt aber auch gleichzeitig ein Bruch, es tritt Pflanzensaft aus, es kann genauso gut zu Pilzinfektionen kommen. Also das ist so ein bisschen der Nachteil dieser Prozedur. Und wenn man Geld sparen möchte oder... Ja, gut, das kostet auch Geld, da mit der Walze durchzufahren. Kostet ja Diesel und. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch Fahrverluste, weil wir da mit einem Trecker durchfahren. Wenn wir natürlich einen super kleinen, leichten Trecker haben, der vielleicht genauso viel Bodendruck wie die Walze erzeugt, ist das vielleicht gar kein Problem. Aber wir hier in unseren Breiten, wo wir immer nur diese großen Büffel haben, ist das ziemlich schwierig. Gut, gucken wir uns mal an. Hier oben kommt übrigens das letzte Blatt. Farnblatt heißt das Ganze. Und da müssen wir auch bei den oberen Blättern müssen wir auch wirklich aufpassen, dass die gesund bleiben. Weil das sind nachher die Blätter, die den Ertrag auch tatsächlich bilden. Beim Weizen zum Beispiel bildet 90% das Farnblatt den Ertrag. 90%. Deswegen ist das so wichtig, dass das Farnblatt das größte Blatt nachher wird und das gesündeste und dass das vernünftig mit Nährstoffen versorgt ist. Hier zum Beispiel, das wird hier das letzte, ne? Was man noch sagen kann, da kommen wir gleich noch zu. So, wenn wir uns jetzt die Pflanze hier angucken, dann haben wir jetzt hier oben die Ähre. Ne? Dann haben wir hier einen Knoten und da einen Knoten. So, das wäre BBCH-Stadium 32, das heißt, zwei Knoten sichtbar und der erste ist vom zweiten mindestens 1 cm oder 2 cm entfernt. In der 33 wäre der dritte Knoten sichtbar. Den haben wir noch nicht, also haben wir die 32. Insgesamt sieht die schon sehr schön aus und gesund aus. Man sieht jetzt die unteren Blätter. Ja, die verfärben sich jetzt ein bisschen, die kriegen auch vielleicht ein bisschen Rost. Aber wichtig ist immer, dass wir die oberen Stufen sauber halten. Es ist ja auch entscheidend, dass wir zum Beispiel, wenn wir Pilzdruck haben, der vermehrt sich natürlich anhand des Regens, der Feuchte. Ne? Also zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, wenn Regen jetzt auf den Boden prallt oder auf die Blätter, dann gibt es ja diese Minispritzer.
Und die sorgen dafür, dass die Sporen eine Etage nach oben wandern. So verbreiten sich zum Beispiel Pilze im Bestand. Dann gibt es diese Ansätze, zum Beispiel wie hier, diesen Drillmaschinen, dass die Bestände besser und schneller abtrocknen können, damit man einfach nicht die ganze Zeit so diese Feuchtigkeit im Bestand hat, um das Pilzwachstum zu fördern. Nachteil natürlich, man hat immer so ein bisschen freien Boden, den man sieht. Siehst du ihn? Ich sehe ihn. Genau. Gibt immer so ein Für und ein Wider. Was man hier auch so ein bisschen sieht, die ist so ein bisschen streifig geworden. Wir haben ja leider hier mit unserem Gülleverteiler so ein paar Probleme gehabt mit der Verteilgenauigkeit. Wir haben leider hinterher festgestellt, dass der Verteilerkopf zu langsam gedreht hat und deswegen in allen Bahnen nicht das Gleiche rauskam. Ist ein bisschen ärgerlich, deswegen haben wir hier so ein bisschen helle und dunkle Zonen. Und so sind die Pflanzen auch so ein bisschen versorgt. Da hat man ein bisschen bessere und ein bisschen schlechtere Biomasse. Was ich euch noch hier erzählen will, ist ein Punkt. Man sieht zum Beispiel, im Frühjahr werden viele Bestände gewalzt oder viele walzen die Bestände. Was macht das? Man bricht die apikale Dominanz, sagt man dazu. Was könnte das heißen, Lisa? Dominanz ist ja irgendwas, was ich durchsetzen möchte eigentlich, oder? Oder irgendwas, was dominiert, ne? Ja. Was man wahrscheinlich nicht möchte. Genau. Es gibt so, einige Pflanzen haben diese apikale Dominanz. Das ist zum Beispiel ein Raps oder das ist zum Beispiel ein Getreide. Das sind die Pflanzen, die mit Nebentrieben arbeiten, ne? Und was könnte das heißen? Das heißt ja im Prinzip, ein Trieb hat die Dominanz. Zum Beispiel der Kollege hier. Das ist der Haupttrieb, der erste Trieb. Und der kriegt hormongesteuert immer die meisten Nährstoffe, weil die Pflanze hier so ein bisschen ihr Leitbündelwachstum unterbindet. So geht man davon aus. Das heißt, sie steuert sich hormontechnisch und hält diese so ein bisschen klein, damit diese die Hauptnährstoffe kriegen. Jetzt ist es, wenn es besonders üppig und gutes Wetter wird, dann bekommen die auch genug Nährstoffe, damit die Nebentriebe aufwachsen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit des Walzens. Und durch diesen Bruch, sag ich mal, dieses Vegetationskegel oder des Haupttriebs, sorgt man sozusagen dafür, dass so ein Hormoncocktail ausgeschüttet wird, der dafür sorgt, dass alle Reparaturmaßnahmen in Gang kommen und dadurch profitieren die Seitentriebe mehr. Das heißt, diese verliert dann ihre Dominanz, ne? Und dann sind alle gleichgestellt. Man hat natürlich auch ein bisschen den Nachteil dadurch, man erzwingt eine Pflanze natürlich dann Nebentriebe bilden zu müssen. Das, was wir hier haben, wir haben ja diesen Prozess nicht gemacht. Das heißt, sie hat ihr natürliches Wachstum. Das heißt, sie bildet hier die Haupttriebe, die stärksten. Und je nachdem, wie das Wetter werden wird, und jetzt wird es ja nun trocken und vielleicht durch die Trockenheit bleiben auch Nährstoffe zurück, werden die alle zurückgebildet. Jetzt kann natürlich die Gefahr sein, jetzt haben wir vielleicht durch das Walzen diese Dominanz gebrochen und wir haben sozusagen ein Reset gemacht und alle Nebentriebe ziehen mit hoch. Dann ist die Reduzierung dann gar nicht mehr so stark. Das heißt, diese minimalen kleinen Triebe, kann auch sein, dass wir die dann auch mit durchbringen. Das kostet natürlich auch Wasser und das könnte am Ende auch Ertrag kosten. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert, dieses Ganze. Das gibt es zum Beispiel beim Raps auch. Beim Raps hat es der obere Haupttrieb. Wenn wir den zum Beispiel abschneiden würden, dann würden ja die Seitentriebe massiv von profitieren, weil wir diese Dominanz brechen. Wieder was gelernt. Zum Beispiel Mais hat es nicht. Hätte ja auch nur einen. Genau, der hat keine Nebentriebe. Bei Mais könnte ich mir aber vorstellen, dass zum Beispiel der Hauptkolben eine Dominanz hat. Mhm. Bin mir aber nicht sicher, das ist nur meine Vermutung, Leute. Gut. Soweit sieht es erstmal hier aus. Also ich würde sagen, nährstofftechnisch ist sie versorgt. Sie war die ganzen letzten Wochen gut versorgt, hatte einen guten Wert. Der ist jetzt ein bisschen abgesagt. Wir haben auch die nächsten 3 Wochen keinen Regen in Aussicht. Also müsste man sowieso in Frage stellen, inwieweit man hier noch Nährstoffe hinbringen möchte bei den aktuellen Preisen. Klar, bei den aktuellen Preisen, wenn man es am Ende dann ernten würde, dann wird sich das auch lohnen. Aber aktuell gehen wir ja davon aus, dass es wieder eine Dürre gibt. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, den Bestand kurzfristig ein bisschen hungern zu lassen. Also er hungert ja nicht, er ist ja trotzdem gut versorgt. Damit er vielleicht auch diese Kein All-You-Can-Eat-Befehl mehr. Genau, damit er diese Nebentriebe reduziert. Wir haben nämlich auch bestimmte Phasen, wo dieses Schossen sozusagen losgeht, sagt man ja. Dann kommt die Pflanze ja von der vegetative in eine generative Phase. Das heißt, sie geht nicht mehr davon aus, in die Breite zu gehen, Nebentriebe zu bilden, sondern sie will jetzt einfach sich nur noch vermehren. Das ist ja der pure Trieb, der dann in der Pflanze losgeht. Und dann sozusagen kommt diese Phase, wo sie sich streckt und dann entscheidet sie, macht der Trieb noch Sinn, macht der Trieb nicht mehr Sinn. Je üppiger ihr es dann geht, also Wasser und Nährstoffe, desto mehr Nebentriebe wird sie mit hochbekommen. Das kann man auch gewissermaßen selber ein bisschen steuern. War eine Hummel. Die war richtig fett.
kann man gewissermaßen auch ein bisschen steuern. Das heißt, gebe ich da noch Nährstoffe, sodass sie sich ein bisschen üppig fühlt, nimmt sie ein bisschen mehr Nebentriebe hoch. Wenn ich das nicht mache, wird sie ein bisschen stärker reduzieren. Man kann seinen Bestand da so ein bisschen führen. Das setzt aber voraus, dass ich im Frühjahr nicht all mein Pulver im Dünger schon verschossen habe, sondern kontinuierlich meinen Bestand begleite. Gut. Vielen, vielen Dank. Das war die AKF heute in der Gerste. Ich habe leider den Spaten vergessen, aber wir haben auch wirklich wenig Wurzelmasse dieses Jahr. Es war sehr, sehr kalt. Und es ist ultra trocken, ne? Ja. Wenn man schon sieht, was da alles an den Wurzeln nicht mehr haftet an ja, Erde, sondern das, einfach alles abfällt. Komm, wenn du das mal hier guckst. Komplett da unter, wo die Reihe steht, ne? Ja, das ist natürlich das ist Asche. Nix. Das ist gar nichts, da siehst du richtig, da ist nichts dunkel, kein bisschen von Wasser oder so. Und hier ist zwischen ja auch nicht. Ist trocken, ist verrückt, dass die Pflanzen überhaupt noch so gut aussehen. Aber ansonsten gefällt mir der Kledenbestand ziemlich gut, muss ich sagen. Wir werden halt hier die Tage mal mit dem Rost beobachten. Der dürfte so in der Form auch nicht mehr hier drauf sein. Man sieht ihn natürlich hier auf jüngeren Pflanzen auch. Und die Sache ist bei Rost auch, der kann dir innerhalb von 1-2 Wochen deinen kompletten Bestand frisieren. Man hat ja schon viel probiert in der Landwirtschaft, auch welche Maßnahmen man sich sparen kann und kostet doch Geld und versucht mal ohne. Und wir haben ein Jahr, haben wir unseren Roggen kein Fungizidbehandlung gemacht, weil wir gedacht haben, na, wir häckseln den ja sowieso. Und innerhalb von 2 Wochen, der sah anfangs so aus, und innerhalb von 2 Wochen war der komplett rot und hat sämtliche Blattmasse verloren. Und wir haben den dann gehäckselt und wir hatten keine Körner im Roggen drin. Wir hatten, die Blätter waren alle rötlich, so richtig wie verrostet sehen die aus. Der ganze Häcksler sah aus wie ein Fuchs. Und das war auch so, ja, das war auch so wieder so ein Ding, so, na, leider geht's nicht ohne. Obwohl man den Roggen ja sagt, dass es eine sehr, sehr gesunde Kultur ist. Ich habe ihn nachher im GPS immer ohne Herbizid eingebaut, das heißt immer ohne Pflanzenschutz gegen Beikräuter. Das funktioniert im Roggen wunderbar. Aber man muss sagen, Pilze sind so mächtig. Nicht unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen, genau. Ich meine, sowas bringt natürlich Effekte, klar. Wir versuchen natürlich Sorten anzubauen, die immer gesünder werden. Das wird auch immer besser, das merkt man schon, dass man immer weniger Pflanzenschutz braucht. Dann versuchen wir natürlich solche Varianten, vernünftige Fruchtfolgen. Gibt es ja viele Wege. Aber viele denken immer so, das größte Problem, oder viele denken immer, warum haben die Landwirte sich so, das größte Problem sei ja das Unkraut in den Pflanzen oder das Beikraut. Aber das würde ich nicht als das größte Problem einschätzen, sondern das größte Problem sind einfach Schadinsekten und Schadpilze. Weil die können dir deinen kompletten Bestand einmal komplett wegpolieren. Wir haben es letztes Jahr in den Sonnenblumen gesehen, das war ein Pilz, 90-95% Ausfall. Und das muss man sich bewusst sein, was die da können. Gut. Buddelt sie wieder ein? Ich buddel die jetzt wieder ein. Ich glaube nicht, dass sie wieder anwächst bei der Trockenheit. Gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir uns hoffentlich mal den Weizenversuch an. Der hat sich wirklich entwickelt. Und worüber spreche ich dann mit euch? Sonderkulturen müssen wir uns mal angucken. Sonderkulturen, die kommen jetzt die Tage auch bald raus. Und irgendwas habe ich auch gedacht, das nimmst du im Weizen mit auf. Werden wir sehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.